Es besteht noch Hoffnung für die Märkte. Sie sind so gebeutelt worden, die Indizes zumindest mal in Amerika als auch in Deutschland. Aber im Moment sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Die Bewegung deutet sich an, dass es nach oben eine Chance gibt. Wir sind relativ tapfer unterwegs, nachdem wir die Tiefmarken erreicht haben. Am DAX war es die typische Unterstützung, die wir hatten aus dem letzten Zwischentief Anfang Juni. Da liegen einige Fibonacci-Levels, da liegt natürlich auch das letzte Zwischentief und dementsprechend eine klare Unterstützungsmarke. Das ist ein Angebot für die Marktteilnehmer, dort vielleicht auf den Dreh zu spekulieren. Und tatsächlich wurde dieses Angebot, zumindest so wie es bis jetzt aussieht, wohl wahrgenommen. Also tatsächlich die Chance für wieder steigende Märkte. Ist damit die Abwärtsbewegung rum? Versprechen kann ich das natürlich nicht, aber wir haben zumindest Chancen. Denn beim DAX, wenigstens kann man das sagen, haben wir eigentlich fast alles gesehen, was wir bräuchten. Das Einzige, was mich stört, ist so ein bisschen die Struktur im Markt. Denn die finde ich noch schöner, wenn wir die richtig schön dreiwellig, fünfwellig und einigermaßen symmetrisch haben. Und das haben wir in diesem Beispiel noch nicht. Also ein bisschen Restspannung bleibt noch. Trotz alledem, wer jetzt schon drauf gucken will, wer vielleicht einen frühen Einstieg auf der Long-Seite sucht, der kann jetzt nach dem ersten Recht andeutungsmäßig zumindest mal recht deutlichen Schub, einen Rücksetzer, der wackelig, der korrektiv ist, mal abwarten und wenn der dann tatsächlich auftritt, dann auf der Long-Seite sich triggern lassen, so wie wir das schon 100.000 Mal besprochen haben. Das wäre auf jeden Fall ein Ansatz. Das geht nicht nur beim DAX, das würde auch beim Dow Jones gehen, beim S&P 500, Nasdaq sowieso. Also insofern nicht ganz unkritisch. Ein Augenmerk ebenfalls nochmal auf Crude Oil. Dort haben wir nämlich ebenfalls ein Mehrfachcluster aus Unterstützung Fibonacci-mäßig erreicht. Wer also da nochmal drauf gucken will, unbedingt nochmal einen Blick drauf werfen. Charttechnisch vielleicht interessant. Und wenn da der 15-Minuten-Chart was bietet, ja, dann warum nicht. In diesem Sinne, hier wird es jetzt laut. Hier fährt nämlich hinter mir einer los. In dem Sinne gebe ich ab, wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns im Markt wieder.